willkommen. Säugelkultur erleben, Bier und Bus verbinden unsere fünf Ortschaften. Das ist am 2. Oberpfälzer Säugeltag geboten. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ehrengäste, im Namen der Stadt Mitterteich, des Stadtrates und der gesamten Mitterteicher Bevölkerung darf ich Sie herzlich zur Eröffnung des 2. Oberpfälzer Zeugeltags in Mitterteich ganz herzlich begrüßen. Ein herzliches Grüß Gott. Das Original Zeugelbier ist ein untergäriges, ungefiltriertes Bier, das noch vom Holzfeuer in Kommunenbrauhäusern hergestellt wird. Bei uns Mitterteichern ist diese Herstellung von Zeugelbier in der heutigen Vorstadt angesiedelt. Im Jahre 1854 waren auf dem Gebiet der heutigen Oberpfalz noch 75 Orte mit Kommunenbrauereien erwähnt. Heute, meine Damen und Herren, sind es nur noch 5. Eslam, Falkenberg, Mitterteich, Neuhaus und Windisch-Eschenbach. Liebe Zeugelfreunde, liebe Freunde der Halbe, des Pfiffs und des Schnitz, grüße Sie alle im Namen und stellvertretend für unseren Bezirkstagspräsidenten Franz Löffler und auch als stellvertretender Landrat im Namen des Landkreises Tirschenreuth und aller anwesenden Kreisrätinnen und Kreisräte. Liebe Bürgermeisterkollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, mit Ihnen diesen besonderen Tag zu eröffnen. Den Zeugeltag zeitgleich mit dem Tag des offenen Denkmals zu begehen, finde ich eine hervorragende Idee. Und das Thema offener Denkmal und Zeuge hat auch einen Bezug. Ich denke mir oft, wenn so mancher von uns dann nach der x-ten halbe Zeuge nach Hause geht und ein anderer sieht ihn, da schaut er auch dann aus wie ein Denkmal, aber eher wie ein geschlossenes. Zeugelstunden, das ist das Wichtigste. Ohne die könnten wir diesen Tag nicht machen. Es sind immerhin eine ganze Menge, die heute offen haben. In Eslan eine Zeugelstube und das Kommunenbrauhaus, wo auch ausgeschenkt wird. In Falkenberg zwei Zeugelstuben, eine, die heute überhaupt das erste Mal aufmacht, so richtig. Und im Burghof oben wird auch zum Essen und Trinken angeboten. Im Mitterteig zwei Zeugelstuben, in Neuhaus vier. Und hier im Windisch-Eschenbach, wie der Bürgermeister schon gesagt hat, auch zwei. Uns war wichtig, eben einen Kulturtag zu machen, dass es eben nicht nur darum geht, möglichst einen Rekord abzuliefern, wie viel halbe man in jeder Zeugelstube geschafft hat. Nein, das ist auch natürlich auch erlaubt, das sind alle freie Bürger. Aber wir wollten das eben kombinieren mit dem Tag des offenen Denkmals. So werden eben auch Führungen angeboten durch die Kommunenbrauhäuser, die ja zum Teil auch unter Denkmalschutz stehen. Und auch andere Denkmäler können in den einzelnen Orten besichtigt werden. Auch dazu lade ich Sie herzlich ein. Nutzen Sie dieses umfangreiche Angebot. Es gibt auch Angebote für Kinder, es gibt geführte Wanderungen und es hat in Neuhaus auch das Museum geöffnet. Schön, dass Sie alle dabei sind, schön, dass Sie mitmachen. Ich wünsche Ihnen guten Appetit, ein reiches Kulturprogramm und darf schon jetzt sagen, Prost und schön, dass Sie dabei sind. Okay. Auf das. Ist er drin. Bravo! What's up, please? Ja, also drucken. Jetzt müssen wir da nochmal richtig wurscht, dass wieder. Also, warte mal, wieder der Doppel. Zum Ole. Also, warte.